bitte Ruhe, wir fangen an. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Buchspione zum Buch Die Freundin meines Sohnes. Worum geht's da? Ich gebe da ab an meine Kollegin. Ja, vielen Dank. Worum geht es in dem Buch Die Freundin meines Sohnes? Es geht um menschliche Beziehungen miteinander. Es geht um die Liebe und Sorge eines Vaters zu seinem Sohn und um Freundschaft und um Liebe eines 22-Jährigen. Ich darf um Fragen bitten. Die Liebe zwischen dem 22-Jährigen und seiner Freundin ist ja ein rotes Tuch in Augen des Vaters. Wie genau ist diese Beziehung und warum ist es so schwer für den Vater, diese zu akzeptieren? Ja, die Akzeptanz dieser Liebe, das ist genau das, was dieses Buch auch ausmacht. Der Vater versucht alles, um diese Beziehung zu boykottieren. Er boykottiert Verabredungen, er erzählt Dinge, um Verabredungen nicht stattfinden zu lassen. Und dann entstehen Situationen, wo seine Freunde und Bekannten denken, dass er selber etwas von Laura möchte, was überhaupt nicht der Fall ist, weil sie ist ja böse. Und die Entwicklung zwischen Mutter, Sohn, beste Freundschaft wird noch von einer anderen Geschichte überdeckt. Da geht es um einen Kunstfehler, deren er angeklagt wird, möchte ich aber jetzt gerade noch nicht viel zu erzählen. Ich sehe da hinten noch eine andere Frage. Hat man eventuell sogar Mitleid mit Laura? Denn vielleicht ist Laura gar nicht so böse, wie der Vater denkt? Ja, wie der Vater denkt, das ist genau das Stichwort. Man lernt den Vater und sein Denken sehr, sehr gut kennen. Er merkt nicht, dass zwischenmenschliche Beziehungen oder Schicksalsschläge, die man erleidet, dass man da tatsächlich Hilfe von außen braucht, um da wieder rauszukommen. Was hat Sie an diesem Buch besonders beeindruckt? Beeindruckt hat mich die Personen, wie dicht man an die Personen tatsächlich herankommt. Man hat vollstes Verständnis für die einzelnen Personen und die Reaktionen, die sie denn dann im Endeffekt zeigen, während der Vater das nicht hat. Und das ist gerade dieses Kontroverse an diesem Buch. Man ist sich selbst bewusst, warum Menschen reagieren, aber der Vater nicht. Und das macht dieses Buch so einzigartig, weil man ihm gerne helfen möchte. Weil man auch das Chaos und das Ende, auf welches er zuschlittert, kommen sieht. Und es ist berechenbar, dass es so kommt, wie es tatsächlich kommen muss. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber das hat die Spannung die ganze Zeit durchweg gehalten.